Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Es wird langsam ernst, denn wir befinden uns mittlerweile in der Schattenwelt schon im 12. Dungeon. Ich habe nämlich die Eintrittskarte zum Schattenzirkus. Schattenzirkus? Wieso Schattenzirkus? Ich dachte, den Zirkus habe ich schon. Schauen wir uns gleich an. Ich habe einen neuen Schlüssel parat. Wir können in die Schattenwelt. Und... sieht zwar nicht aus wie ein Zirkus, sondern eher wie die Hölle, aber okay. Keine Ahnung, was da los ist. Und jetzt, glaube ich, wird es richtig, richtig Ernte. Denn das dürfte der letzte Dungeon sein, durch den wir komplett durchrocken. Was ich so mitbekommen habe, der 13. Stock soll noch nicht so wirklich so zum Durchrennen möglich sein. Und deswegen ist das jetzt erstmal wahrscheinlich das allerletzte Video, das ihr sehen werdet von Shakes and Fidget, wie ich durch die ganzen Dungeons durchrenne. Ich werde natürlich ein Video machen, wie ich den 13. Stock versuche, aber ich werde da ziemlich sicher nicht durchkommen, denke ich mal. Aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen. Hölle, Teufel, weißt schon. ich bin so scheiße. Genau, was ich letztens noch sagen wollte, was ich dann aber vergessen habe, ist, Dreadnought ist Stufe 400 und braucht 1,5 Milliarden Erfahrungspunkte fürs nächste Level Up. Merkaba ist Level 409 und braucht 1,5 Milliarden Erfahrungspunkte fürs Level Up. Die haben ein Cap eingebaut. Und zwar ab Stufe 393 ist dieses Cap, wo man nur noch 1,5 Milliarden Erfahrungspunkte... Was heißt nur? Ich selber bin noch... gerade mal erst bei 1 Milliarde, wo man nur 1 Milliarde Erfahrungspunkte fürs Level Up benötigt. Das Lustige an der Sache ist, die haben das Cap haben sie auf die Dungeons auch übertragen. Das heißt, ein Dungeon im Schatten der Schattenwelt, wenn du den früher ganz am Anfang, wo er rausgekommen ist, gleich durchgerannt bist, dann haben die Gegner bis zu 400 Millionen Erfahrungspunkte gegeben und jetzt kann ein Gegner maximal 300 Millionen Erfahrungspunkte geben. Zeige ich euch dann, wenn es aber soweit ist. Genau, wenn wir jetzt hier einen 392er irgendwo finden, 391er haben wir, der ist noch knapp drunter. Genau, und ab 393 dann immer 1,5 Milliarden. Das heißt, je höher man wird, desto schneller levelt man auch, weil man natürlich trotzdem mehr Erfahrungspunkte für Quests bekommt, aber das Cap für die nächste Stufe immer gleich bleibt. Das finde ich ziemlich cool und genau. So, jetzt würde ich noch schnell warten, bis die Taverne abgelaufen ist. Dann verkaufe ich nochmal ein bisschen Stuff und dann schauen wir mal rein in die Hölle und schauen wir mal, was die Hölle so zu bieten hat. Genau. Da, mein Level 1er ist fertig, da kann ich auch wieder ein bisschen was abholen. Nein, ich muss heute noch reingucken. Nein, leider kein Helm oder extra dabei. Da wird heute aber, naja, da wird auch noch ein Video folgen. Aber das ist ja schon hochgeladen, wenn ich das hier hochlade. Also vergesst, was ich gesagt habe. Verwirrung. So, dann haben wir... Wie kommt mir der Sound so laut vor? Okay. Dann haben wir eine weitere Quest. Ich mache noch auf Erfahrungspunkte, genau. Und schöne Schuhe mit Stärke. Naja. Ne, passt. Okay, alles klar. Dann können wir loslegen. Willkommen. Ach nee, warte. Das wollte ich auch noch zeigen. Der gepanzerte Beißer, den konnte ich... heute in der Früh eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch legen. Das hat mich richtig gefreut. Der hat noch 16% Lebenspunkte. Und jetzt schaut mal, was mir am Schluss noch übrig bleibt. Ich block da wie Hölle. Das ist Wahnsinn. Ich bin ja schon fast ein Kundi. Schaut euch das an, wie ich den zur Tode block. Ja, und schöne Crits rein. Ja, also Wahnsinn. Seht euch das an, das ist doch nicht normal für einen Krieger. So, ich habe dem 16% abgezogen, habe aber selber noch so viel übrig. Das war einer der besten Tries, glaube ich, ever. Genau, so, und jetzt können wir endlich hier rein. In die Hölle. Und am Anfang haben wir gleich die ruhelose Seele. Das dürfte ein Magier sein, genau. Und wow, er schafft, nur der barbarische Bertram und der magische Magwart dürfen gegen ihn kämpfen.
Wundert mich, dass der Marquardt den noch umhaut. Ja, nice. Passt. Ein Kundihelm. Okay, dann schauen wir uns gleich die zweite Etage an, die wütende Seele. Ah, seht mal an. Auch ein Endgegner, aber da komme ich sogar dran. Boah, Two-Hit. Two-Hit. Ja, die Kunigunde hat mehr überlebt. Hohohoho. Das wird ja noch Spaß. Seht ihr, 300.000 Erfahrungspunkte ist gecapped. Ich krieg nicht mehrere. So. Die alte Seele. Ach ja, und ich habe ein Level Up. Das ist ein Stärkegegner. Und er kommt aber bis zu mir. Ja, jetzt kommen dann. Jetzt wird es dann interessant. Jetzt werde ich auch für einen Dungeons dann. Für einen Dungeons. Jetzt werde ich dann für eine Dungeon-Etage in der Schattenwelt wahrscheinlich auch. Jetzt muss ich kurz nur. Eigentlich müsste ich überspringen, weil ich möchte gern fünf Dungeons geplättet haben, bevor ich hier in die. Bevor hier die Ding ausläuft. Das ist natürlich blöd. Da habe ich mich jetzt total verquasselt. Überspringen wir das mal schnell. Ja, wir wissen, wie das ausgeht. Ich werde das ziemlich sicher schaffen. Genau. Passt. Einen muss ich jetzt noch schnell legen. Ach ja, und das ist ein Geschickgegner. Überspringen wir das ganz kurz. Wow, da hat hat der Bertram ziemlich viel angerichtet, muss ich sagen. Und die Kunigunde wird es auch ziemlich sicher schaffen. So, jetzt rüsten wir mal schnell aus. Entschuldigung, dass ich das jetzt übersprungen habe. Sehr schön. Der hat ein Level abbekommen, das glaube ich eher weniger. Ah, seht meiner an. Seht mal an. Kann ich das gleich zum Teufel jagen? Und noch schnell den nächsten Turm machen. Dann habe ich hier nämlich. So, dann habe ich hier jetzt nämlich die 5 bezwungen. Und jetzt kann hier theoretisch schon der nächste Schlüssel drin sein. Wow. Manchmal ist es so, sieht es so einfach aus. Der erste 400er übrigens fällt mir gerade auf. Sehr schön. So, und was haben wir jetzt hier in der Festung? Moment, ich entsorge ganz kurz nur ein nutzloses Epic. Und zwar glaube ich, dass das hier ziemlich nutzlos ist. Wenn der Waffenschaden deutlich höher ist, aber es ist kein Sockel drin. Deswegen kann ich das Epic wegschmeißen. So, oh, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. So, dann gucken wir mal nochmal hier rein. Da haben wir 600, das sind 4 mehr. Das heißt, ich heb den auf. Ich muss den auch aufheben. Der hat. Der ist scheiße. Der kommt weg. So, das ist jetzt eine Alle-Attribute-Epic-Waffe. Was mache ich denn da? So, erstmal holen wir uns wieder. Wow, echt jetzt schon 2 Millionen Erfahrungspunkte für einen, für eine Quest. Nice. Ich hau jetzt erstmal die Waffe da rein, weil die Waffe ist stärker. Hau mir da den Sockel rein. Gehe ich hier rein zum Bertram. Und der kriegt dann die Waffe. Oder kriegt der die Waffe? Ich glaube, dem Bertram gebe ich jetzt mal die Waffe. Und haut da den Sockel rein. Und dann kann ich die beiden Waffen. Was ist denn heute gesucht? Keine. Ja, ich habe vorher Schuhe verkauft. Na, ganz toll. Haut das Zeug da rein und dann habe ich wieder ein bisschen Platz. So machen wir das. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir uns die nächsten Etagen an. Der Peitscher. Natürlich ist es gut, dass ich gegen die Stärke gegen meine Stärkewaffen verkauft, aber trotzdem sollten die Stärkegegner noch die einfachsten sein von allen. Ihr seht schon, der Bertram macht hier ganz gut Schaden. 6 Millionen. Krass, er macht so wenig Schaden, ne? Aber es sieht trotzdem so viel aus. So, schauen wir mal, wie viel schafft der Marquardt. Ah ja, das ist doch okay. Die Kunigunde versagt hier ein bisschen. Glaube ich. Ja, vom Damage her geht's, aber sie weicht nicht oft genug aus. Ja, und ich darf noch zwei, drei Hits machen und dann liegt er. Sehr schön. Haben wir wieder ein Epic ohne Sockel. Wieder was für ein Müll, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir den Höllenhund.
Ein Geschickgegner. Ah, würde mich nicht wundern, wenn der uns sogar schafft. Ach ja, ich kann ja noch meine Begleiter schön hochleveln, ne? Das machen wir gleich nach dem Höllenhund. Weil ich glaube, wir schaffen den jetzt sowieso nicht. Ja, sehr schön. Ah, ja, diese Kundis, ne? Die sind immer so. Wie soll ich sagen? Die Kämpfe können so schnell gehen oder können ewig dauern. Aber ich glaube, ich schaffe den Höllenhund jetzt gar nicht. Außer der weicht weiterhin so schlecht aus. Okay. Einmal muss ich nur noch treffen. Leichter gesagt als getan. Nein. Genau. Okay. Dann schauen wir mal. Wieder in die Lichtwelt. Da können wir nämlich unsere Begleiter schön leveln. Welches Level habe ich denn jetzt eigentlich? Ach, wisst ihr was? Ein Dungeon mache ich noch. Dann habe ich noch ein Level up. So. 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 Wow, der Marquardt. Manchmal, weißt. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Super. Danke für gar nichts. Was haben wir hier? Eine Kette. Eine Kette mit alle Attribute. 515. Ist eigentlich schon besser als der Schal, aber ich schmeiß trotzdem weg. So, dann gehen wir jetzt hier rein und skillen mal die Begleiter ein bisschen hoch. Drei Level gehen wieder. So. Dann schauen wir uns die letzten drei Etagen an der Hölle. So schlimm kann es ja nicht sein. Der Führerhaufen, grüß Gott. Ein widerlicher, miefiger Haufen türmt sich vor dir auf. Er wächst zu beängstigender Größe heran. Genährt von der verdammten Seelenmasse und einem endlosen Sturm verballten Dünnpfiffs kannst du den unheiligen Bartträger aufhalten. Ja, ich denke doch, dass ich den Holocaust aufhalten kann, indem ich den Führerhaufen erledige. Ich finde es ziemlich krass, dass sie den ins Spiel eingebaut haben. Aber dann mit einer Smiley-Binde statt mit einer Hakenkreuzbinde. Das wäre dann ein bisschen extrem. Aber allein, dass der Gegner existiert, finde ich. Wow, ich weiß es nicht. Soll es so ein Zeichen sein wie Shakes und Fidget findest gut, dass Hitler in der Hölle schmort? Ich weiß es nicht, aber trotzdem ist es krass, es ist Hitler. Ich find's gut, weil man soll sich nicht zu ernst. Man soll nicht alles immer zu ernst nehmen und wenn Hitler verarscht wird, das ist eigentlich ganz cool. So, dann tun wir das mal skippen. Schaffe ich den Führerhaufen oder wird das der erste stärke Gegner sein, der uns bezwingt? Niemals. Na los, Blackwing, zeig es ihm. Na los. Sieg, Sieg. Ja. Da haben wir gewonnen. Dann schauen wir noch mal in den Turm hinein. Hier haben wir den Ring, der deutlich, deutlich, deutlich besser ist. Allerdings benötige ich natürlich dafür noch einen Geschickstein. Ja, okay. Alles klar. Dann heben wir den auch auf. Dann haben wir jetzt schon drei Items für die Begleiter und noch drei fürs Klo. So, den Mondportal habe ich ja bezwungen. Ah, zwei haben wir noch. Das Teufelsadvokat. Ja, die Kämpfe dauern mittlerweile auch ziemlich lang. Wow. Chainsaw Massacre hier in der Hölle, ne? Das ist schön anzuhören. Wenn der dreimal hintereinander blockt. Wow. Schau mal, wird das der erste Ge stärke Gegner sein, der uns bezwingt? Könnte möglich sein. Das Teufelsadvokat. Na, sieh meine an. Nee. Ich glaube, die Kunigunde hat jetzt zu viel abgezogen. Der wird uns nicht schaffen. Wir haben gleich viel Leben, aber. Ah, aber er macht viel mehr Schaden. Also, er wird uns doch bezwingen. Oder? Nee, ja. Schwer zu sagen. Ich crit gerade ganz gut und ich block ganz gut. Und du bist. Du bist. Wow, er hat mich tatsächlich besiegt. Zu viel Glück am Schluss noch gehabt. Eins. 2, 3, so. Jetzt nochmal das Rematch. Na los. Beiß ins Gras.
Ich habe den Führer bezwungen. Du hast keine Chance gegen mich. Außer du blockst natürlich die ganze Zeit. Außer du blockst natürlich die ganze Zeit. Außer du blockst natürlich die ganze Zeit. Sehr schön. Schuhe. Schuhe. Schöne Schuhe. Wow. Okay. Ich brauche nochmal einen Stärkestein. Jetzt brauche ich so viele Steine. Die ganzen Items hier, alles Platzverschwender, weil ich keine passenden Steine habe. Na gut, damit habe ich aber gerechnet. Deswegen hat das Video auch sehr lange gedauert, weil ich eben erstmal Platz schaffen musste. Dann die Hölle der Belzeboss. Das sieht echt cooles Bild, muss ich sagen, hat der Belzeboss. Gefällt mir richtig. Dann mit einer Glückswaffe. Schauen wir mal, wie viele Versuche wir für den brauchen. Ich dachte eigentlich, dass es schwerer wird durch die Hölle. Wir haben die meisten eigentlich auch First Try geschafft und die, die uns bezwungen haben, hatten eigentlich auch wieder mehr oder weniger Glück. So. Ach, das überspringe ich mal, das dauert so ewig. Ja, könnten wir schaffen, könnten wir nicht schaffen. Das ist immer so eine Sache. Oh ja, sehr schön. Er hat eine Glückswaffe und trifft nicht mehr kritisch. Das ist natürlich peinlich für den Belzeboss. Und ich block auch schön. Aber am Schluss sind die letzten Schläge entscheidend, die wo viel Schaden machen. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, sehr schön. Sehr schön, dann sind wir durch. Ich frage mich, wie weit wir im 13. Stock kommen. Ich werde wahrscheinlich vom nächsten dann doch noch ein Video machen, weil wir recht locker flockig durchgekommen sind. Ein Geschickgürtel. Weil wir doch sehr locker flockig durchgekommen sind. Ach, sieh meine an. Das hat gar keinen Sockel. Ja, das ist doch schön. Dankeschön. Wir sind recht locker flockig durchgekommen durch den 12. Dungeon. Wir haben doch wieder eine. Ja. Einiges an Erfahrungspunkte mitgenommen, wollte ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen close, ne? Aber egal, ich krieg da heute noch ein Level ab. Und dann bin ich 370. Fuck, da schnell. Welches Level war ich, als das Update begonnen hat? Ich weiß es nicht, aber 356. Das waren jetzt so 14 Level-Ups. Und es kommen noch mindestens zwei oder drei. Nice. Nice. Das gefällt mir. Sehr schön. Starker Push für alle Spieler auf dem Server. Was sich dann eigentlich wieder gleich bleibt, aber die Portale und sowas das angeht, ist das natürlich schon megamäßig nice. So, was haben wir denn da? Da ist sowieso ein schlechter alter Stein drin. Nicht im Let's Play. Ich wollte gerade. Gewohnheitssache. So, genau. Dann würde ich sagen, meine Freunde, das war der nächste Schatten-Dungeon. Ja, Gewohnheit. Schauen wir mal die anderen Server. Da kann ich auch mal wieder abholen. So, das war Gewohnheit. Okay, dann habe ich den Schatten-Dungeon ja auch bezwungen. Osteros können wir immer noch nicht weiter. Der Typ da belästigt mich einfach zu sehr. Ich könnte mal zwei, drei Versuche reinstecken, aber es wäre Pilzverschwendung. Das mache ich, wenn dann, nachdem wir hier an unsere Grenzen gelangt sind, im 13. Stock. Vielleicht komme ich auch durch den 13. Stock durch. Es sieht mir momentan ziemlich gut aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, saugeil. Also ich bin richtig happy, dass wir da so locker durchgekommen sind. Und ein paar gute Items haben wir auch mitgenommen. Okay, dann schauen wir mal an, wenn ich den nächsten Schlüssel bekomme für den 13. Stock, was uns da so entgegengeworfen wird. Wie gut wir da durchkommen, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir sogar bis zum 5. Stock, dann könnten wir den letzten Schlüssel auch finden. Und wenn ich den letzten Schlüssel dann gefunden hätte, den allerletzten im Spiel, dann, können wir die Edelsteine wieder ein bisschen pushen und dann können wir noch bessere Edelsteine kriegen und werden noch stärker und so. Genau, ihr kennt die Prozedur. Okay, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen auf jeden Fall, sehen uns dann auf jeden Fall doch noch im 13. Stock. Da werde ich nochmal ein separates Video machen. Ob wir durchkommen oder nicht, ist dann egal. Ich versuch's einfach und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blacky.